Ja, und damit schönen guten Morgen. Es ist ein neuer Arbeitstag hier auf der Canton and Northeastern Railway. Und es gibt gute Nachrichten. Die Strecke ist erweitert. Wir haben jetzt Platz bis nach Bryson. Ich dachte, die Hin- und Herfahrerei zur Baustelle, die erspare ich euch erstmal. Die ist ja jedes Mal gleich. Und ja, wir haben hier Wagen schon für Bryson da hinten. Und einerseits haben wir dann noch einen Wagen für Stenzel. Und die Whittier Sawmill haben wir hier. Wir werden den Wagenpark hier gleich mal ein bisschen auseinandernehmen, weil ehrlich gesagt hätte ich gern den Wagen ganz zum Schluss dran. Die stehen da effektiv falsch rum. Whittier Sawmill, die muss ich anders haben. Und ich glaube, mit der Sawmill fangen wir auch an. Jetzt muss ich mal überlegen, was ist am einfachsten. Ich denke, wir ziehen die raus, tun die einmal umlaufen und fahren dann retour rein. Währenddessen kann unser Personenzug eigentlich auch mal fahren. Der steht schon hier hinten. Und den werden wir jetzt mal ganz kurz besuchen. So. Beziehungsweise wollen wir es richtig machen, dass er dann richtig rumsteht? Ja, das könnten wir machen. Aber dann machen wir zuerst die Güter, würde ich sagen. Okay, zurück zu dir wieder. Rein in die Ego-Perspektive. Und dann geht's mal los mit der Arbeit. Release bitte. Und habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Ja gut, die Weichen soll ich vielleicht noch mal kurz checken. Es sieht aber gut aus. Okay, gut, dann Brems, einmal hier rein, einmal lösen und dann würde ich sagen, geht's ab. Ups, ne, das wollte ich nicht. Dankeschön. Reverser, voll nach vorne, los geht's. Können wir eigentlich mal aufmachen hier? So, und die Steuerung habe ich jetzt auch wieder zurückgesetzt. Södle. Kleine Stückchen noch. Oh, das glaube ich war der Button hier. Ja, wunderbar. Okay, jetzt bin ich mal mit den Weichen mal faul. Wir fahren so rein. Gut. Einmal bitte retour, dankeschön. Ganz retour, wenn es geht. So, Gas, glaube ich, war der Hotkey. Ups, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Einmal so bitte. Wenn es kracht, noch ein Meter, ne? So, gehen wir mal runter auf die 3. Ju, das hat doch gut funktioniert. Einmal ran hier, nochmal kurz gucken. Oh, Field of View. Soll ich dich auch gerade mit wegziehen? Macht das Sinn? Nee. Dich lasse ich noch einen Moment da. Perfekt. Macht. Nee. Okay, wir fahren selber erstmal. Fahren erstmal vor bis hinter die Weiche. Gut, du kannst mal wieder nach vorne. Hallo, dankeschön. So. Ach, shoot. Handbremsen wäre natürlich noch sinnvoll, wenn man die rausnehmen würde. So, und der hier, glaube ich. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn man hier die Handbremse wieder reintut. Wo bist du? Da bist du. Sehr gut. Das wäre es noch, wenn der ganze Verband hier dann auch noch wegfahren würde. Ich meine, wäre nicht das erste Mal.
So, perfekt. Was war denn nochmal der Richtungswender? Ach so. Also bis da mindestens hinter die Weiche und dann können wir einmal rundherum fahren. Sehr gut. So, die sind ja auch schon bald soweit. Ist eigentlich nur noch einer drauf. Können wir dann auch wegbringen und zu denen habe ich noch eine kleine News. Beziehungsweise wurde für die meisten keine News mehr, aber für mich war es News. Bezüglich der Destination, wo man das Holz holt. Kommen wir aber gleich dazu. So, das reicht. 3 Meter Bremse. Gut. So, ich würde sagen, da lassen wir jetzt mal kurz die KI fahren. Oder vorwärts, ab geht's. Und helft ihr dann? Ja, was sagt die Weiche? Die Weiche sagt, da passt alles. Und tschüss. So, jedenfalls, da mit der Industrie, ne? Wenn ich auf Locations reingehe, Corneli Creek, die haben ja pro Gleis unterschiedliche Produktionen. Und man kann natürlich ein Gleis leer machen. Und wenn man das macht, dann dauert es natürlich entsprechend länger mit der Beladung. Also macht es dann Sinn. Fahren wir wieder zurück, bitte. Die Wagen hier aufzuteilen, so wie es halt gerade passt und was halt Corneli gerade so im Storage drin hat. Das war mir vorher nicht so ganz bewusst. Das fand ich noch ganz geil. Also da habe ich schon vorhin ab und zu mal mit den Gleisen hin und her gespielt, weil ich halt Gleise leer gemacht habe. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Und da haben wir die Handbremse auch nicht reingetan. Aber dafür jetzt. So, Maestro, mach schneller. Mal sehen. Ey, das ist sowas Praktisches mit den Handweichen hier. So müsste ich doch mal FDL machen. Ja, ob das zu früh war? Nee. Perfekt. Kommen Sie rein in die gute Stubi. Beziehungsweise, wir könnten, während die Lok das da unten gleich macht, mal mit der anderen weitermachen. Wenn wir hier gleich zwei Aktionen auf einmal haben. So, ja, bitte einmal ran. Ja, Stückchen auch. Und ist bis jetzt noch nichts kaputt gegangen. Mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Sehr gut. So, Kollege. Einmal nach. Ne, das war die falsche. Einmal da. Das da tun wir wieder zurücksetzen. Und dann kannst du erstmal da hinten reinfahren. Achso, und die Handbremse sollte ich dir vielleicht wieder wegnehmen. Moin! Ist eigentlich noch ganz stillig, wenn man so ein bisschen mitfahren darf. Ah, wisst ihr was? Wir nehmen den Stenzelwagen da so mit. Ich habe da schon so eine Idee, wie wir den am einfachsten deponieren können.
Ah, sieht schon geil aus. Södele. Kannst du schon wieder in die andere Richtung heizen? Perfekto. So, einmal reindrücken bitte. Fertig haben, dann lasse ich sie dann wieder allein rausratschieren. Und wir kümmern uns dann mal um unseren Personenzug. So, ein Stückchen noch. Sind wir drin? Ja, wir sind drin. So, anhalten. Nice, Money. Gut. Und rückwärts. Danke. Dann zu unserem Personenzug. Gucken wir mal kurz hier hin. Ja, select, follow. Ja, Steuerung 0. Wir gehen mal hier so rein. Tür auf. Select's denn jetzt hier? Hey, sag mal. Komm nicht raus. Handbremse. Einmal rein, einmal auf. Dich schon mal einstellen für Wittje und Ella und kopieren. Noise. Holy shit. Da hat's ein paar Leute. Gut. Wir düsen mal. So. Achso, Moment mal. Den muss ich noch umstellen. Südli. Karte. Ich würde dir sehr gerne einmal so fahren. Dankeschön. Jedes Mal wegen der Leertaste. Huge, das passt. So, einmal wieder umlegen. Ja, jetzt müssen wir eh komplett durchfahren. Okay, Abmarsch. Es läuft ja wie geschmiert. Ja, jetzt können wir eigentlich mit der anderen hier wieder weitermachen. Wo bist du? Da, du fährst mal da wieder raus. Oder Vorwart, los geht's. Und das lasse ich mir mal ein bisschen offen hier. Damit ich sehe, was die macht. Wir sollten auch nicht so schnell werden. Maximale Automatation hier. So, da wird es jetzt gleich klatschen. Die arme Weiche. Gut. Perfekto, rückwärts. Und du fährst jetzt auch wieder rückwärts. Erstens mal hier gerade rein und einmal daran. Sieht gut aus. So, ich glaube, das passt.
Tja, dann The Track to Silver mit 10.000 wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, ich würde vorher gerne noch Alaka weiterbauen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so teuer. So, ein Stückchen noch. Perfekt, er ist schon am Approachen. Mach mal bitte so. Nice. So, dann Handbremse hier wieder raus. Die war vorne. Ja. So, schade, haben wir jetzt hier keine Leuchten. Aber das passt. Kollege. Sag mal, was macht die 10? Tu mal ankuppeln, bitte. Und du, Kollege. Du kannst erstmal Road machen, vorwärts und deine Passenger-Tour machen. Gute Fahrt. Bis bald. Und wir besuchen mal den hier. Mein Sehen. Autsch, das hat ein bisschen geklungen hier. Perfekt. Handbremse raus. Dich hätte ich jetzt gern wieder selected. Steuerung 0. Wir fahren da jetzt wieder selber. Dankeschön. Komm, machen wir das so. Bisschen GUI-Hilfe. Ah, oh, wink ein bisschen was. Komm, kriegst du hin. Weichenlage ist jetzt in Ordnung. Und wie mache ich das jetzt hier? Wir fahren da einmal links rein, geradeaus. Und bleiben da mal kurz stehen. Und dann ist die Idee, dass ich den einen Wagen damit Schwung nach hinten reinbringe. Das wird bestimmt gut enden. Und ich habe den Schlauch hier nicht reingemacht. Naja. Ah, da. Ich habe ihn gekriegt. Läuft. Oh shit, wie viel Wasser habe ich eigentlich? Ah ja. Wird schon genügen. So weit ist die Strecke jetzt nach Bryson nicht. Mal schauen, ob mein Ela auch wieder Wagen mitnehmen müssen. Ne, sieht nicht so aus. Alles klar. Und die Diesel-Lok, wenn die dann hier unten ist, macht dann hier mit dem Zeugs da wieder weiter. Das ist gerade fliegender Abklatsch hier. Ich denke mal, das Abstoßen werde ich jetzt mal mit der KI versuchen. Einmal Hauptstrecke hier dicht machen. Ja, wobei, so lang sind wir jetzt auch nicht.
Stuart. Bitte einmal anhalten, dankeschön. Perfekto. So. Also, Plan abstößen. Stance. Warte mal. Bibi war ja schon hier hinten, oder? Nicht, dass ich jetzt. Ja, ja, doch, okay. Ist da hinten. Ah, jetzt fällt mir gerade ein. Wenn ich den da jetzt vorne reinmache, dann ist. Muss ich dann spätestens, wenn der dann leer ist, umrangieren. Ja, wobei, den kann ich dann später hier rausstoßen, wenn es soweit ist. Ja, nicht. Nee, da will ich gar nicht rein. So, wir machen das einmal so. Die ist ja schon richtig. Du, Kollege, einmal Handbremse. So. Passt. Das machen wir jetzt mit der KI. Road Forward bitte 10. Danke. Und ich fahre mal hier mit. So, anhalten, dankeschön. So, wo hast denn du die Handbremse? Da oben. Mal vielleicht ganz nach oben gehen. So, auf hier. Warum eigentlich auch nicht? Achso, shit. Der Plan funktioniert nur, wenn wir das hier machen. Ja, ich weiß. Du hast jetzt hier hinten keine Bremse mehr. Das ist aber... Ach, nee. Kann ich... Erreiche ich von hier Kupplung? Ja. Passt. Der ist weg. Reverse. Gib mir mal 15. So, das reicht schon. Aha. So, dann kann die Lok nämlich gerade schon wieder ankuppeln. So, und wir versuchen jetzt hier mal sauber anzuhalten. Ha! Was ein Plan. So, bitte, ich schaff's nach oben. Bitte, 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 bitte. Nicht vorher stehen bleiben. Sehr gut. Shit. Oh. Er ist drin. Ja, gut, dann würde ich sagen, bleibt der mal hier so stehen. Ist jetzt nicht, ja, wobei, ich glaube, ich hätte sie schon gern angekuppelt, dann spare ich mir Arbeit für später. Kriege ich dich geschoben? Shift R, glaube ich, war es. Ja. Must be on ground. Ne, komm. Komm ran. 43 Tonnen schieben, geht schon. Nice. So, dale. Bei dir, glaube ich, ist er eh drin. Brauchen wir keine zweite. Perfekto. So haben wir uns Zeit gespart. So lobe ich mir das. Gut. Handbremse hier wieder raus. Wie schaut's denn aus? Wo ist unser Personenzug? Ah, der ist jetzt in Ela. Das ist jetzt aber schlecht. Weil der jetzt uns den Weg blockiert. Ja gut, dann können wir aber seine Rückreise soweit mal einstellen. Der soll dann, wenn es geht,
nach da oben fahren. Das ist eh auch schon nach oben. Und dann hier anhalten. Also das mache ich jetzt bewusst falsch, damit er da davor anhält. Okay. Gut. Du kannst eigentlich vorwärts fahren. Also mit 20 und fast genau bis 2. Hallo? Ach so. Ja. Bremsleitung wäre natürlich nur von Vorteil. Ja, weißt du was, wir fahren selber. Maximum Schmackes. Wäre eigentlich viel lieber auf der Seite. Lass mich rein. Dankeschön. Müsste jetzt dann gleich mal die Weiche auftauchen irgendwo. Ja. Zudreh, die einmal bremsen. Gut, 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 gut. Ja dann, erstmal Zwangspause. Was macht der andere Zug? Ist der schon am Düsen? Nee. Wird eigentlich. Könnte man den ja selber fahren. Ich meine, wenn wir schon selber die Blockade sind. Gut, Oras, manuell. Eingestiegen müssten ja alle sein. Und. Los geht's. Wieso kann ich nicht... warum bist denn du empty? Was soll denn das? Ah, okay. Sind schon beide drin. Was war es hier? 30, ne? Ja. Komm. Nee, 35 bis zu der Kurve, meinte ich. Ja, da vorne sind 30er. Ja, wobei aber gut die 35 schon verkraften würde. So, komm, wir machen mal ein bisschen auf Express. Die Weiche. Okay, das wäre es noch gewesen, dass man in unseren Güterzug hier rennt, oder? So, Gas geben. Würde auch andererseits wieder Sinn machen, dass wir die Passagiertour einmal Retour noch machen. Aber ich glaube zwischendrin erstmal müde.
Läuft, läuft. Frag mich gerade, ob das Gleis hier auch 40 vertragen würde. Aber bei den Kurven wäre es, glaube ich, schon ein bisschen arg schnell. Haben wir eigentlich mittlerweile hier drin Licht? Nee, ne? Da sind wir noch nicht nachgerüstet. Wir sind zu schnell. Gekonnt ignoriert. So, ne, Leerlauf. Oh, den Kollegen können wir dann gerade weiterfahren lassen. Oder Road. Maximum Schmackes. So, musste es. Effizienz. Sauber hier anhalten. Und dann schauen wir mal, was Vitia so an Personen hat. So, ein bisschen weiter noch. Gut. Das hat hoffentlich gereicht. Werdet ihr weniger? Ich, ne? 27, 32. Weil du ein Leerwagen bist. Fürs System, denke ich mal. Komm, dann fahren wir noch ein bisschen. Oh, 67. Da werden wir auf jeden Fall noch mal retour fahren. Ja, ein bisschen grob. Also wenn es jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Ne? Ernsthaft? Ah doch, jetzt. Gut, die Wagen da unten, der eine ist immer noch nicht fertig. Muss ich auf den warten? Ja, komm, wir warten auf den. Währenddessen, glaube ich, fährt der nochmal eine Tour. Können wir das eigentlich mal vorbereiten? Beziehungsweise die hier anders einstellen. Passenger. Noch Ela. Kopieren. Dankeschön. So. Du, Kollege. Du kannst schon mal losfahren. Nice. $102. Ich hab die Handbremse schon wieder vergessen. Das wird schon passen. So, bei dem machen wir das gleich auf Express. Perfekt. So, Express mit Maximum Schmackes. Das machen wir auch wieder richtig. Das passt. Setzen dann die Fuse rein. So ein geiler Mod. So. Und einmal so. Schade, dass man da nicht irgendwie Post oder sowas reinmachen kann. Ciao.
Okay, das klingt mega komisch, wenn man sich bewegt. Und da jemand am Rumpfeifen ist. Dö, machen Sie schnell. Wobei, nee, ich mach da mal auf hier. Wir schauen mal aus, du hast 0 von 60. 35, 32. Alles klar. Gut, Kari. Immer soweit, wo ist der andere? Der ist schon hier oben. Da müssen wir noch mal kurz gucken, was Sinn macht, wo er hinfährt. Ja, hoffentlich ist die jetzt nicht so nah dran. Bitte schön über die Weiche fahren. Wobei, man kann jetzt auch hier sagen, Pass für sie. Man fährt da drüber. Das ist nur praktisch. Gut, ist auf dem Weg wieder zu uns. Währenddessen schauen wir mal, wo macht es Sinn, dass du als erstes hinfährst. Wir haben hier Bryson Frighthouse als erstes. Lumber and Coal Supply. E1 und L1. Wo ist denn das? Ach, das ist hier. Okay, der muss also nach da unten. Du musst wohin? Du musst nach oben. Alles klar. Lambakosovo L1. Wo kommst du hin? Er kommt auch noch da oben hin. Also das wäre eine eigene Rangiergruppe da. Die zwei. Standard Oil, glaube ich, war ja nachpreisen, oder? Ja, genau. Und Appalachian Hardwoods, das ist auch dahinter. Okay, dann kommt der erste mal weg. Dann werden die wegrangiert. Den können wir rund wegrollen lassen. Nee, dann müssen wir eigentlich mit der Lok andersrum. Okay, das heißt, du, Kollege. Im Bryson fährst du einmal da runter, einmal so. Und ja, wir können eigentlich auf das Gleis hier rein. Setzt hier da mal eine Fuse hin. Passt. Okay, der andere. Bist du schon da? Ja, du bist schon da. Einmal ankuppeln, bitte. Kommen Sie ran. Es wirkt irgendwie bedrohlich. Aber er beschleunigt auch total komisch mit der neuen KI. Dankeschön. Gut. Dann Abmarsch. Vollgas. Könnt ihr einfach mal so mitfahren. Vielleicht mit ein bisschen Abstand. Sehr gut. Dann gibt es erstmal nichts zu tun. Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Cut, bis der Kollege hier oben ist. Und dann wird hier oben fertig rangiert. Also, bis gleich. So, da werden wir wieder. Wir haben nicht mehr allzu viel Wasser, aber für das, was wir vorhaben, wird es reichen. Unser Zug ist da und wir werden uns das erste Mal um den Wagen da kümmern. So, du bleibst erstmal noch da. Handbremse machen wir hier mal rein und hier mal ab. Okay, dann kannst du da mal vorbeidüsen, beziehungsweise mache ich das mal weg. Höchstgeschwindigkeit 15,
maximal. Bitte, danke. So, wir fahren mit. Kann ich mitfahren? Dankeschön. So, rückwärts. So, wir fahren da runter und das passt. Und die Idee ist, dass wir dann den Wagen wegfahren. Na, hier komme ich nicht hoch. Ja, schon da unten. Ich meine, man könnte ihn auch bei Rand reindrücken. Aber das war ja langweilig. So, dann anhalten. Es müsste passen. Wir. So, die Handbremse hinten. Okay. Bremsen gelöst. Hoffe. So, da. Wir machen das so. Wie mache ich das jetzt am schlauesten? Wie mache ich das jetzt am schlauesten? Nicht so durchdacht. Okay. War doch erstmal mit 10 los. Ich glaube, ich habe da so eine Idee. Komm, gib Gas. Du fährst nur bis dahin. Dankeschön. Yes. Das funktioniert. Wo ist die Handbremse bei dir? Ach, da. Okay. Du kannst dann wieder hinten ankuppeln. So, Orders Reverse. Yard 20. Über die haben wir dann gleich mal die Bremse rein. Stückchen noch. Okay, er hat schon registriert. Passt. Hätten wir das erledigt. Irgendeine Abrechnung? Gibt's keine? Ich krieg kein Geld. Okay. Interesting. So, einmal daran und ja genau, jetzt muss man eigentlich nur hier weg. Und da machen wir dann das gleiche Spiel. So, Handbremse weg. Sehr gut. Cory, ich hätte gern, dass du... Das sieht doof aus. Einmal da so runterfährst. Bis hin zur Drehscheibe. Teleporten, dankeschön. Und du kannst dann schon mal losdüsen mit Forward 15. Okay, Drehscheibe, komm mal her. Du solltest andersrum. Dankeschön. Oh, kleines Stückchen noch. Oh. Gut, sind wir drin? Wir sind drin. Sieht gut aus.
Also ich muss schon sagen, die KI pfeift schon geil. Haben sie es schon gut gemacht. So, Remi 20. Schon ein bisschen flott für die Drehscheibe. Aber ich will ja heute noch mal fertig werden. So, anhalten. So, und da werden wir wieder das gleiche Spiel machen. So, Bremsen gelöst. Ich werde jetzt mal hier mitfahren. Die Weiche, muss einmal so. Was war das denn jetzt? Einen Moment, ich muss mal ganz kurz eine Schnittpause machen. So, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte. Einmal Gas geben. Und der andere Zug ist da. Warte mal, du müsstest jetzt... Ja, schon Reverse. Okay. Nice. Looking into another train. Yes, I know. Achso, nee, Moment mal, das ist die falsche. So, dann kannst du jetzt mal weiter düsen. Komm ich hier ganz rauf. Ja, komm. Rauf, 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 rauf. Rauf mit dir. Nice. Oh, irgendwie gehen die Frames gerade in den Keller runter. Okay. Wir wären schon drin. Ja, wir fahren noch ein Stück. Perfekt. Ah, da habe ich jetzt Geld gekriegt. Warum führt den einen Wagen hier nicht? Tschüss. Handbremse. Und du kannst dann nach vorne fahren. Nice. So lobe ich mir das. Und der Kollege da hinten. Zu dem können wir mal kurz hingehen. 144. Geil. Und 110 Leute sind wieder am Warten. Ja. Okay, was? Da sind wir jetzt mal kurz faul. Dann jetzt wieder Ella und Vitya. Copy. Lassen die mal einsteigen und dann lasse ich ihn als KI wieder da runterdüsen. Geil. So, du fährst wieder retour. Machen wir mal einmal so. Der ganze andere Kladderadatsch müsste ja passen. Ja, sehr gut. Beziehungsweise, es glaube ich, macht gerade Sinn, dass ich hier verkehrt rum reinfahre. Einmal war ich so, einmal war ich so. Einmal Fuse da hinten. So, wir schauen mal aus. Alle drin. Jo. Okay, Orders, Forward, los geht's. Fuse kann ich eigentlich da drin lassen für später. Dein Fahrweg ist ja eh soweit ganz normal. Das Ding laut teilweise. Und dann würde ich sagen, fährst du mir bis maximal hierhin. Und danach machen wir weiter, bis ich dann hier mit den Holzgedöns. Ah, gut, der hat jetzt natürlich hier seine Stoppzeit. Warte mal, was ist da für eine Tafel hier drin? Das kenne ich noch gar nicht.
Nee. Hier gibt's auch nichts Neues? Nee. Dispatcher's Office. Das ist doch hier drin. Ach so, das ist einfach nur die Uhrzeit. Okay. Ist hier noch was? Nee, ist einfach nur die andere Seite. Okay. Passt. Dampflok, wo bist du? Da hinten. Bitte einmal vorwärts wieder. Und hier gerade. Das mal wieder aufräumen. Genauso wie das hier. Ich kenne das ein paar Fahrdienstleute. Die werden also ziemlich aggro, wenn das hier nicht sauber ist. Vielleicht ja mit den Fuses, aber wenigstens sieht man es jetzt so auf der Karte richtig gut, was abgeht. Also so vor den Slidern, ja, sehe ich mich. So, kommen Sie dann. Boah, sogar einen Personenzug hört man von hier noch. Da ist er. Ja. Wohl nach Vorschrift, wie der hier fährt. Kommen Sie ran. Ich kuppel Sie an. Sehr gut. Und dann möchte ich mal hier hingehen. Na, beziehungsweise möchte ich hier raufgehen. Und dann Abmarsch. Ich würde mal sagen, mal. Dann machen wir es mit 25. Das müsste alles passen. Das muss man einmal so machen. Und wir fahren dann hier nach da unten. Ah, das macht Laune. Oh, 8000. Das wird spaßig. Ich hoffe. Verbremse ich bei dem jetzt nicht. Switch against. Was? Wo denn? Achso, wir sind da oben. Dann einmal so. Wo ist jetzt richtig? So, jetzt aber. Sorry, das habe ich übersehen. So, wir können eigentlich Lethand schon mal disconnecten. Und er wird dann eh gerade wieder einen Vollstop hinlegen, sobald ich hier wieder aufmache. Das war's, sagen wir mal 20. Das ist ein bisschen arg schnell. Okay, das reicht. Ciao! Schade eigentlich, dass man nicht einstellen kann, dass er weiterrollen soll. So, und jetzt einmal da runter. Ein bisschen langsamer. Stückchen noch. So. Passt. Haben wir das. So, wo musst du als erstes hin?
Operations. Muss auf das Gleis hier. Gut. Das passt. Abwurz G3A. Könnte eigentlich mit dir genau das gleiche machen. Ja, wobei, das sollte es nicht bremsen. So, und da wäre ich wieder. Railroad, da hat man wieder gemeint, es muss crashen. Das passiert halt leider nach wie vor. Warum auch immer. Auf meinen Renderrechner, wo ich den Railroader als Server laufen habe lassen, da ist es so gut wie gar nie passiert. Jo, aber dafür haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit, um das hier vorzubereiten. Ich möchte da hoch. Also, gucken wir mal. Er muss hier bei R1 rein. G3A Operations, mal kurz gucken. G3A ist da vorne. Gut, follow. Und G3B Operations. Shit, das ist ganz hinten. Das ist doof. Das ist doof. Dann werden wir das anders machen. Ich glaube, wir werden die beiden abstoßen. Die beiden. Und fahren mit dem dann hier rein, holen uns den dann wieder. Ja, so ungefähr machen wir das. Okay. Block. Einmal auswählen. Select bitte. Wir können sie auch eigentlich selber fahren. Oder es? Manuell bitte. Dankeschön. So, komplett gelöst. Wir gehen auf den Wagen hier rauf. Einmal hier auf, dankeschön. Weiche. Einmal da runter und einmal da runter. Okay. Dann werden wir eigentlich. Ich meine, zwei Spielzeug gemacht, ne? Nee, war schon richtig. Passt. Vorwärts. Los geht's. Okay, das passt von der Geschwindigkeit. Oh, jetzt sehe ich die Kupplung nicht. Komm rauf da. Nein! Ah! So, passt. Was uns ist schon wieder in Ela. Wir tun mal ein bisschen bremsen. Das passt. Komm weiter hinterher. Wir könnten eigentlich mal den Interchange so einstellen, dass es richtig schön durchgemischt ist. Dann gibt es ein bisschen Arbeit. Okay, kommt hinterher. Ich glaube, ich muss. So, du fährst andersrum. Wie weit müssen wir hier noch? Stückchen noch. Okay, wir wären drin. Anhalten. Das Ding ist, dass wir machen bei dir die Handbremse rein. So. Und da auf. Und einmal hier mitfahren. Das funktioniert richtig gut. Nein, sag mal. Und Schmutz. Okay, das reicht. Perfekto. Und auch hier haben wir wieder einen Bonus gekriegt.
Dann kannst du wieder retour düsen und holen uns den anderen Wagen noch und dann wären wir hier soweit fertig. Nice. Komm, ich will mitfahren. Nice, nice, nice. Perfekt. Irgendwie, ja, so. So ist es ein bisschen besser. Bin ich mir sicherer. Aber stellt euch mal vor, man hätte hier die Mechanik mit drin, dass man überfahren werden kann. Also ein bisschen ein Helfsystem. Ähnlich wie in Train Driver 2. Oder generell so ein Hard-Mode, dass du die Außenkamera und hier die GUI-Elemente gar nicht benutzen darfst. Oder kannst, besser gesagt. Gut, nee, ich möchte gar nicht, dass du hier dran bleibst. So. Retour. Ja? Achso, Handbremse. Ich werde nämlich auch wieder reinrollen lassen, damit ich hier Zeit spare. Ah, wisst was, wir gehen mal ganz nach oben. So, anhalten. Perfekt. Und los geht's. Nein. Ah, fuck. Komm mit. Oder rauf. Hey, ist jetzt rauf? Hallo. So. Gucken wir mal. Okay, das Schild ist jetzt überhaupt nicht am Durchdrehen. Aber sollte eigentlich gleich mal Standort annehmen. Ja. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter nach hinten, aber okay. Gut, das war's. Dann wäre unsere Tätigkeit für heute erstmal erledigt. Ich werde noch die Holzsachen machen, denke ich noch ein paar Mal mit dem Passagierzug hin und her düsen. Und ja, dann mal schauen, wann wir uns hier das nächste Mal wiedersehen. Hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, das ist mal sehr effizientes Rangieren gewesen. Ein bisschen risky, ja, aber effizient, ging schnell. Und ja, mal gucken. Ich denke mal, eine dritte Lok wäre noch ganz fein. Aber da will ich noch ein bisschen sparen. Ich will da eventuell gerade schon auf die 26 Atlantic gehen. Und dann brauche ich noch einen zweiten Kohlewagen für Bryson. Den, glaube ich, sollte ich noch zuerst kaufen. Soweit erstmal der Plan. Wenn es gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann wünsche ich euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.